von Verena Maria Dittrich, die alten Schuhpferde tanzen mit Feuer im Hintern. Julia rührt zu Tränen und Victoria tritt ins Fettnäpfchen. Ihr Fauxpas sorgt im Netz für kollektive Schnappatmung. Gehen muss am Ende ausgerechnet eine, von der man sich viel mehr versprochen hatte, da wies IC Kajanisch drüber. In der 80er war ja noch DDR, antwortet eine feinste Berliner Korderschnauze auf die von Jimmy Blue Ochsenknecht gestellte Frage. Was er wohl in den 80er Jahren am coolsten fand, es ist Freitagabend und damit Tanzzeit. Hartwig ist vom Sterbebett gekraxelt. Mozi bestätigt in einem güldenen Göttinnenkleid die hartnäckigen Babygerüchte und Jorge wird zum fleischgewordenen Boy George Traum schräge Frisuren. Doch auf einmal wird aus dem Schwiegersöhnchen ein Torero, der nicht nur aussieht wie der junge Antonio Banderas, sondern mit seiner feurigen Paso-Doble-Darbietung für Ausraster im Publikum sorgt. Mozi feiert ihren Don Juan Jimmy. Yambi schwärmt von dessen tollen Linien und Jimmys Schwester vergießt im Publikum Tränen der Rührung. Ordentlich Feuer hat auch Thomas Hermanns. Das alte Showpferd, angeblich soll der Tausendsassa in einer Episode seines Quatsch-Comedy-Clubs einst gesagt haben, beim Parkett-Tanzen gibt es nur drei Gesichtsausdrücke, überraschtes Ö München. Leidenschaftlich tantig und Fotzierbär auf Ecstasy, dies alles beherrscht die tanzende Leitplanke aus dem FF. Wieder einmal zeigen die alten Hasen den Jungen, wie schön es aussieht, wenn man die angezogene Handbremse lockert. Hermanns viele Rhythmuswechsel während seines CHA-CHA-Chas. Dafür ist der Slow Fox des charmanten Schleichers gar nicht mal so übel. Hotsche lobt zwar die schöne Schulterlinie, der Popo ist aber leider noch zu weit hinten. Ja, Ausdruck ist beim Tanzen nun mal sehr wichtig, das weiß auch der sehr reservierte Bela Klenze, der bis vor kurzem noch nicht mal wusste, dass er eine Hüfte hat. Nun tanzt er den Jive zu I'm Still Standing von Elton John. Doch Onkel Yambi, der ewige Grandler, schlägt auch in dieser Woche nur wenig versöhnliche Töne an. Es wird an den Kicks und der fehlenden Kondi gemäkelt. Bela, dein Fokus ist einfach noch zu kompost. Riskier mal was, wie das geht. Zeigt Powerfrau Judith Williams. Mehrfach wurde sie ja bereits wegen ihres zu lieben Gesichtsausdrucks kritisiert. Weniger grinsen. Hast du abgenommen, garantiert nicht böse gemeint, aber leider sehr unglücklich formuliert. Das Internet krakelt sich fast das Gaumenzäpfchen aus dem Hals und beruhigt sich erst wieder, als das liebe Menschlein Jekyll mit putzigem Blick eine Rumba versemmelt. Bei dem einen oder anderen Promi haben die Profitänzer viel Arbeit zu leisten. Aber siehe da, bei Heiko Lotti haben sich Schweiß und Qualen gelohnt, während Hurra, Hurra, die Schule brennt, tanzt der 18-Jährige einen sehr passablen Quickstep und verdient sich gute Noten zu den Granaten. Der Schuh zählt Ingolf Lück, dieser Gesichtsausdruck, diese Körperspannung, und dann tanzt er den Tango auch noch, als habe er sein ganzes Leben lang nichts anderes gemacht. Die Hütte brennt. Das Publikum springt von den Stühlen. Der im Publikum sitzt und nach dem Tod der Mutter sie und ihre Geschwister allein großzog, ja, sie hat schöne Füße und schöne Arme, aber sie tanzt auch so leidenschaftlich, dass einem ein bisschen das Herz bricht. Sogar bei Tanzkollegin Charlotte Würdig kullern die Tränen. Charlotte, du musst nicht weinen. Also was lief nur schief? Nahmen ihr die Zuschauer übel, dass sie ihren Tanzpartner Robert Beitsch vielleicht ein bisschen zu sehr tätschelte. Die vielen Umarmungen, gepaart mit diesem leicht trotzigen Kleinkind, sprich, wir wissen es nicht, tschüss, Jessie. Es war sehr taktvoll mit der Quelle ntv.de Verena Maria Dittrich, Lob, Kritik, Schnapsideen, Daidu.
10 bis 18 Uhr, amtliche Beleidigungen, nur mit Voranmeldung, sonstige Anfragen, nur mit Bereitschaft, das Katzenklo zu säubern.